Oh. Leute, was geht? Maru hier. Willkommen zurück zum neuen Video. Freut mich, dass ihr am Start seid. Ich bin wieder zurück. So wie Budokai Tenkaichi 4, Freunde, aus dem Nichts. Gab eine kleine Pause. Jetzt sind wir wieder back am Start, Freunde. Und oh mein Gott, Freunde, was ist alles passiert? Wir fangen heute mit dem Thema Budokai Tenkaichi 4 an, beziehungsweise beschäftigen uns da damit, was jetzt eigentlich abging in den letzten Monaten. Allein die Tatsache, dass so ein Spiel nach 17 Jahren, Freunde, das müsst ihr euch mal geben, 17 Jahre haben die Fans auf eine Fortsetzung gewartet, ist Budokai Tenkaichi zurückgekommen, beziehungsweise ein neuer Titel für diese Spielereihe wird erscheinen. Wir haben bisher leider sehr wenig dazu gesehen, aber wir haben die Information bekommen. Das war, glaube ich, irgendwann im Februar, im März. Und Freunde, wie es jetzt damit weitergeht, auch spannende Sache, werden wir uns heute anschauen. Also wir werden erstmal die alten News sozusagen ein bisschen besprechen, was sozusagen meine Meinung zu dem Ganzen ist und was das aber auch für andere Anime-Gaming-Reihen bedeutet. Weil wenn Budokai Tenkaichi einen Comeback, einen neuen Titel bekommt, verdient eventuell vielleicht auch andere Spiele rein. Dem Thema werden wir uns heute widmen, Freunde. Ich freue mich, dass ihr am Start seid, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und ja, fangen wir erstmal an. Wir haben einen Release-Trailer gesehen, kurz, knackig, 30, 40 Sekunden, wo wir auf jeden Fall schon ein bisschen was zu den alten Budokai-Reihen gesehen haben, sozusagen im Oldschool angelehnt, rührenden Fernseher sozusagen, und dann die Transition zu God Super Saiyan Blue. Und Leute, Alter, crazy. Ich habe ehrlich gesagt selber nicht mehr daran geglaubt, dass wir eine Fortsetzung von Budokai Tenkaichi bekommen, aber es ist passiert. Und da Big Shoutout an die Community, Big Shoutout an die ganzen Fans, die egal wo, sei es ein neues Dragon Ball Xenoverse oder ein neues Dragon Ball Xenoverse 2 DLC, was angekündigt wurde, oder in egal welchen Livestream, irgendwo hat immer jemand geschrieben, hey, Budokai Tenkaichi 4 oder Budokai Tenkaichi, wann kommt da ein neuer Teil raus? Und die haben immer Druck gemacht und jetzt endlich haben die das eingesehen. Dementsprechend, Freunde, ist aber auch der Druck mega groß, Freunde, den die Entwickler bzw. Bandai Namco abliefern muss. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden, wer das Entwicklerstudio ist. Ich meine, das wird Shueisha selber, also die, wo die Lizenzen haben, selber entwickeln. Bandai selber auch. Also ist jetzt kein CyberConnect 2 oder Spike oder sowas oder anderes gängiges Entwicklerstudio. Finde ich aber cool, dass sie das irgendwie in die eigenen Hände nehmen. Ich bin mega gespannt drauf. Die müssen halt, wie gesagt, abliefern, weil die Erwartung, die Messlatte von der Community, von den Fans, die ist halt mega groß. Wir haben seitdem nichts mehr bekommen, die Chancen stehen aber gut, Freunde, dass am 1. Juli wir neues Material bzw. einen neuen Trailer bekommen zu dem neuen Budokai Tenkaichi. Es ist ja noch nicht safe, ob es Budokai Tenkaichi 4 heißen wird. Dazu gibt es ja schon so auch Fanmade Games, glaube ich, von der Fortsetzung. Aber am 1. Juli gibt es die Summer Showcase 2023 bzw. die Anime Expo. Und dort am 1. Juli, ich blende euch den Screen ein, Freunde, gegen 4.30 Uhr bis 5.50 Uhr, also knapp eineinhalb Stunden sowas, gibt es ein Bandai Namco Entertainment Summer Showcase. Und dort steht auch sozusagen, come and be the first to see exciting announcement and game revolts. Also Spieleankündigung, Spiele-Announcements wird es geben, steht da schon drin. Dementsprechend bin ich da optimistisch. Klar, Bandai Namco hat jetzt ein krasses Lineup mit Tekken 8, mit Naruto Storm Connection. Dazu werden auch einige Videos folgen, aber Budokai Tenkaichi auch so ein Trademark, wo die Community, wo die Fans einfach warten, Leute. Und dadurch, dass es so ruhig geworden ist, denke ich, wird da nochmal ein richtiger Banger kommen. Spätestens auf der Gamescom, die ist ja auch im August, werden wir da auch was bekommen. Ich glaube aber persönlich selber, Freunde, und da sind wir uns, denke ich, die meisten auch einig, dass Budokai Tenkaichi dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird, weil man bisher einfach sehr wenig zu gesehen hat. Der Trailer hat auch gesagt, dass das ganze Game in Early Development ist, also die sollen sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Ich gehe mal stark davon aus, wenn dieses Jahr, also Anfang des Jahres, das Game angekündigt worden ist, dass wir jetzt über das Jahr hinweg noch ein bisschen Infos kriegen und dass es höchstwahrscheinlich nächstes Jahr beziehungsweise allerspätestens 2025 released wird. Das ist so meine Meinung zu dem ganzen Thema, was Release angeht. Wäre aber natürlich auch eine Option, dass es früher kommt, beziehungsweise sich noch krasser nach hinten zögert. Wichtig ist einfach, wenn das Spiel released werden sollte, Freunde, dann muss es abliefern, dann muss es gut sein, dann muss es wirklich funktionieren und darf dann nicht wie andere Anime-Titel, sage ich jetzt mal, andere Anime-Game-Titel halbfertig beziehungsweise unfertig sein, weil sonst ist der Glaube, bei der Community komplett weg. Also Budokai Tenkaichi, schon einer der größten Reihen, würde ich jetzt mal sagen, so über die Jahrzehnte hinweg damals.
zu dem Thema, wie es jetzt auch mit anderen Anime-Gaming-Reihen aussieht, dadurch, dass so ein Spiel wirklich nach so einer langen Zeit, wo man wirklich davon ausgegangen ist, ey, da wird nichts mehr kommen, die haben Haken hintergesetzt, wieder aufgegriffen hat, besteht natürlich auch immer noch die Chance, dass andere Spielereien, sei es jetzt ein One Piece Grand Adventure oder vielleicht ein Unlimited Cruise, wieder aufgenommen werden können und hoffentlich auch wieder aufgenommen werden, weil da einfach die Grundessenz und das Grundsystem damals wir A, damit aufgewachsen sind, da B, gespielt haben und gefeiert haben und C, dieses System einfach in die heutigen Systeme zu integrieren, da wurde schon mega gute Vorarbeit geleistet. Also damals fand ich immer, gerade bei den Anime-Games, aber auch an sich andere Games, Need for Speed zum Beispiel auch so eine Reihe, da war einfach viel mehr Liebe im Detail drin. Und wenn man sich daran nochmal orientiert, back to the roots geht, gerade mit solchen älteren Spielereien und die wieder aufgreift, Grafikstyle, Engine der aktuellen Zeit, das reicht schon, Leute. Die müssen das Rad nicht neu erfinden, darauf wollte ich hinaus. Aber schauen wir mal, was sie daraus machen werden. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, auch wenn ich da so ein bisschen glaube, dass man sich ja immer wieder neu ausprobiert, gerade auch mit One Piece Odyssey war das jetzt auch wieder was komplett Neues. Aber Freunde, so viel zu dem Thema. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wie krass habt ihr euch damals gefreut, als ihr mitbekommen habt, dass Budokai Tenkaichi, dass ein neuer Teil kommen wird? Lasst mich wissen, Freunde. Und wie gesagt, jetzt kommen wieder regelmäßige Videos. Ich bin einiges am Vorproduzieren, Freunde. Und bei mir wird sich vieles ändern. Wie und was? Vielleicht wird dann ein separates Video kommen. Die, wo auf Twitch aktiv sind, mir auf Social Media folgen, haben da vielleicht schon etwas genauere Eindrücke oder sowas bekommen. Da rede ich auch immer offen und ehrlich, so was gerade bei mir privat abgeht. Deshalb kamen jetzt 3-4 Monate keine Videos. Aber so viel zu dem Thema, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Matoxi. Ciao.